Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Runde World of Warcraft mit meinem Paladin. Ich werde gerade verfolgt, wir gehen mal kurz weiter. Wir müssen zum Tempel des Kriegers, wollte ich gerade schreiben. Des Tigers. Der ist da oben drin. Gehst du jetzt weg von mir? Danke. Das heißt, wir müssen einmal hier rein. Ob wir wollen oder nicht. Wir wollen ja eher nicht. So, einmal hier durch. Das sind übrigens alles kleine Spinnen, wo wir gerade drüber gelaufen sind. Ich laufe einfach mal durch. Lauf, 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 lauf. Guten Tag, guten Tag. Kimbul, der Tempel von Kimbul. So, ich laufe mal nochmal 3 Meter weiter. Auf dass hier keine Spinne hochkommt. Genau. So, gucken wir mal. Sehen, da wird euch der Panzer wegfliegen. Oh ja. Segen von Kimbul. Der Eingang zum Tempel ist mitteils einer magischen Barriere versiegelt worden. Laut meinem Schriftrollen kann diese Barriere nur von jemandem aufgehoben werden, der den Ring der Gezeiten bei sich trägt. Irgendwo auf dem Tempelgelände gibt es eine Statue, die diesen Ring verleihen kann. Aber die Ruinen wurden von Dschungelspinnen überrannt. Thule und ich sind nicht stark genug, um den unteren Teil der Tempelruinen selbst zu erkunden. Wenn ihr den Ring der Gezeiten erhaltet und in den Tempel eindringen könnt, können wir den Nager endlich von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten. Beschafft den Ring der Gezeiten. Ihr bekommt Ring der Gezeiten. Wow. Na schön, geht schon. Ich war sowieso fertig. Befindet sich irgendwo in den Ruinen. Guten Tag, werter Herr oder werte Dame. Dschungel. Netzbefall. Die Tempelmauern könnten uns guten Schutz gegen die Nager bieten. Aber der Tempel steckt voller Dschungelspinnen. Bevor der Stamm dort Zuflucht suchen kann, müssen wir zuerst den Befall beseitigen. Begebt euch in den unteren Teil der Ruinen und vernichtet dort die ganze Spinnenbrut. Ich meine, die kleinen Spinnen, da kann man ja rüberrennen. Und 6 große brauchen wir. Total versponnen. Die unteren Ruinen des Tempels sind durchzogen von dicken Spinnweben und Spinneibeuteln. Einige unserer Stammesbrüder sind in den unteren Ruinen hinabgestiegen, um die Spinnen zu dezimieren, aber sie sind noch nicht zurückgekommen. Ich mache mir Sorgen um sie. Bitte geht in die unteren Ruinen und befreit unsere Brüder, bevor es zu spät ist. So, 8 Stück. Wieder mit besseren Geschichten. Müssen die Spinnen aus dem Weg räumen, bevor unser Stamm hier Zuflucht suchen kann. Ja, das hatten wir gerade schon. Na gut, dann gehen wir jetzt mal auf Spinnenjagd. Wie gesagt, über die Kleinen kann man rüberlaufen. Nur über die Großen funktioniert das nicht. So, die Dinger müssen wir öffnen. Ja, ich bin ja schon da. Komm her, Spinne. Ja, bin ich mal gespannt. Dann haben wir den nächsten Loa jetzt hier. Das ist ja der Tiger. So. Zack. Oh, das ist aber eine große. Zack. Also Angst vor Spinnen darfst du ja echt nicht haben, ne? So, ist da einer drin? Jo. Es muss nicht unbedingt überall einer drin sein. Ich kann wieder atmen. Ja, dann lauf! Renn! Oh. Guck mal her. Da ich nicht weiß, ob bei den Dschungelopfer wirklich einer von uns. Oh, die Spinne. Einer von uns drin ist. Es kann ja auch was anderes drin sein, ne? Was heißt einer von uns? Ja, doch, einer von uns. Auf uns das Schild gut ist. So. Was immer ihr habt, das gehört jetzt mir. Siehst du? Vielleicht doch manchmal ganz gut, kurz zu warten. Immer ihr habt, das gehört jetzt mir. Das glaubst auch nur du. Dafür bezahlt ihr. Ja, ja. So, da hinten ist noch ein Rahmen.
Und da hinten. Eine Kiste. Können wir alles gebrauchen. Ich glaube, wir gehen hier lang. Komm her, du. Weil hier sind ja mehr Mobs, wie auch hier die Dinger. Wohl brauchen Nacht, ne? Bis wir unsere Leute da gefunden haben. Das kann natürlich ein bisschen dauern. Was macht denn der da? Haut der da? Achso, das ist, ich denke gerade, was wackelt denn da hin? Aber das ist eine Weltquest. Da haben wir jetzt noch nichts mit Armut. Weil wir sind noch zu klein. Ach, schon wieder so Freibeuter hier. Na komm. Und die Dicke kommt auch noch. Jawohl, ja. Du konntest ja nicht sehen, dass ich hier am Kämpfen bin, ne? Hättest du nicht einen Moment warten können. Also, ja. Yeah. Die hauen auch ganz schön zu, finde ich. Die Spinnen sind nicht ohne. Und der nächste. Haben wir denn hier so viele Menschen drin? Gibt's doch nicht. So. Ja, nee. Juhu, da ist eine Schildkröte. Ah, da ist eine Spinne. Ich hab dich gar nicht gesehen. Also ehrlich. Immer diese versteckten Spinnen hier. So. Jede Menge Spinnen. Na, kleiner, geht mal drauf. Schafft er das aufzumachen? Ja, eigentlich schon, ne? Und wieder ein Freibeuter. Seid ja eine Plage. Aber richtig. Jetzt kriege ich sogar die Asche mit Verkleidung verdient. Na? Stehst jetzt hier und wartest. Ja, das war der 120er, oder? Der will doch sowieso nur da zum Mob runter, der gerade getötet wurde. Ja, so. Ja. Ne? Wir hängen da mal kurz fest. Ach Mensch. Wie viel brauche ich noch? Ich brauche noch 4. So, Junge. Leg dich einfach hin. Dankeschön. Wir zertreten euch wie ein Insekt. Ach, ihr seid auch noch hier. Okay, ist ja nicht ganz so weit von denen. Aber die waren wahrscheinlich auch auf dem Weg zum Tempel, ne? So, noch ein paar Minis zertrampeln. Ach komm. Jo, da ist einer. Da ist einer. Da ist der Dicke. Hat die Kleine wenigstens gezählt? Ach so, wir sind fertig mit den Schlitten. Mit den Schnecken wollte ich gerade sagen. 7. Hätte ja. Wäre ja zu schön gewesen. Wo ist denn jetzt die Schatztruhe? Ach, die ist. Wo ist das Ding? Oh, dann ist sie bestimmt da. Ach, da ist sie. Ich denke gerade, wo ist denn die Schatztruhe hin? Mann. Was haben wir da? Prüfung der Weisheit. Ach so.
Wir müssen da rein. Und wieder nix. Also den letzten da zu finden, ist echt eine Arbeit, ne? Ach komm, stirb einfach. Nein, an der Spinne komme ich nicht vorbei. So, jetzt haben wir sie alle. Ich denke mal, den Rahmenrock, den werden wir uns... das werden wir alles später mal machen. Ich werde auch schauen, dass wir hier die Quest rein fertig kriegen. Leg dich einfach hin, Spinne. Danke. Oh. So, der Segen. Oh Gott, das hatten wir letztes Mal schon, ne? Ich suche nach Segen. Sei mutig. Ein unbezwingbarer Wille. Ein ehrenvolles Leben. Was sehen die mit der klaren Sicht? Die Wahrheit? Oh Mann, ey, das war wieder... Oh, das habe ich letztes Mal schon. Ich suche den Segen des Loas. Sei mutig bei all euren Tagen. Ein scharfer Verstand. Ne, was? Warum hat er denn jetzt den Text gewechselt? Sei mutig bei all euren Tagen. Ein unbezwingbarer Wille, so. Ein ehrvolles... Sie erkennen die Welt um sich herum. Oh, schon wieder. Ich habe das im Stream, haben wir da auch schon echt lange rumgemacht. Nein. Segen des Loas. Ein ehrvolles. Nein. Das kann jetzt einen kleinen Moment dauern, da ich mich nicht daran erinnere, welche Reihenfolge es war. Ein Leben voller Ehre. Sie sehen die Welt um sich herum? Auch nicht. Sei mutig, Wille, Ehre. Ihr würdet die Natur. Aha. Ihr wurdet für würdig befunden. Manchmal dauert es halt einen kleinen Moment länger. So. Einmal dran vorbei. Müssen ja wieder nach oben. Gibt's ja nicht. Ich bin jetzt hier durchgeritten ohne. Ah, die waren wahrscheinlich alle noch von dem anderen getriggert. Tretet näher und bloß nicht nuscheln. So, ich hab den Regen. Guten Tag, werte Herr. Aussehen oder meine werte Dame. Alter, dieses Übereinanderquatschen, ne? Na so, schön, das gehen wir. Ich war sowieso gesehen, da wird euch der Panzer wegfliegen. Klappe! Opfergaben für den Loa. Es ist soweit. Ihr müsst mit dem großen Loa, Iraka, no Kimbu, in Kontakt treten. Ich kann nur erahnen, wie es wohl sein muss, sich in der Gegenwart einer so alten und mächtigen Gottheit zu befinden. Ihr habt den Ring der Gezeiten erhalten, also müsst ihr es sein, die den Loa anruft. Bitte überreicht dem Loa diese Opfergabe im Namen unseres Stammes und berichtet ihm bitte auch von unserem Problem mit den Naga. Iraka no Kimbu ist jetzt unsere einzige Hoffnung auf einen Überlebenden, auf ein Überleben. Trefft euch mit Kimbu. Kommt wieder mit besseren Geschichten. Seid ihr bereit? Ja, klar bin ich bereit. Natürlich. Hallo. Da ist er. Die Miezekatze.
Das ist aber doof, wenn die... Man kann die Namen nicht ausblenden, ne? Wenn sie leuchten. Kann ich hier rum? Ja. Ich möchte erst ein Bild haben, bevor wir wieder... Ne, andere Seite. Hier liegt Blut. Da liegt Blut. So, mitten in der Aufnahme, ich weiß. Hi. Ich bin ganz Ohr. Diese Opfer bringt der Stamm der Tortaka. Und tun. Ich habe Mitgefühl mit den Tortaka und ihrer Not gegen die Naga. Aber ich kann sie nicht beschützen. Vor Jahrhunderten wurde dieser Tempel von den Naga angegriffen. Ich kam zu spät, um meine Anhänger zu retten. Ich jagte die übrigen Naga bis auf den letzten. Keiner entkam meinem Zorn. Aber als meine Fangzähne das Herz ihrer Anführerin durchbohrten, verdammte sie die Seelen meiner Anhänger zu unendlichen Qualen. Okay. Ihr seid hier willkommen. Der Fluch der... Was? Mepiche... Mer... Mepila? Vor 100 von Jahren griff die Sex... Sex... Seehexe! Seehexe! mit einer Armee von Naga-Eindringlingen meinen Tempel an. Meine Anhänger kämpften tapfer, aber ich kam zu spät, um sie zu retten. Die Naga bezwang ich mit einem Handstreich. Als ich die Hexe verschlingen wollte, belegte sie die Geister meiner Anhänger mit einem Fluch, auf dass sie auf ewig in einer Schlacht kämpfen, die sie nicht gewinnen können. Diese Maske verleiht euch die Macht, das Geisterreich zu betreten und ihren Albtraum enden zu lassen. Besiegt den Geist von der Hexe, um den Fluch zu brechen. Na gut. Gut, dann gehen wir mal in die Geisterwelt. Und schauen uns die ewige Schlacht an. So. Auf zur Hexe. Kann ich reiten? In der Dings? Bestimmt, oder? Jo. Oh, da ist Erz. Da ist Erz. Jetzt will ich mitnehmen. Ja. Bauen wir mal Erz in der Geisterwelt ab. Schön. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier am besten langkommen. Die Geister meiner Anhänger sind in einem nie enden wollenden Kampf gefangen. Der einzige Ausweg ist, den Geist von Mepchila zu töten. Die da. Machen wir. Komm her, Uschi. So. Lass die Leute frei. Komm. Oh, die hat aber... Die macht doch ein bisschen Aua. Auch ein bisschen. Oh. Ein kleines bisschen. Kann ich das überhaupt runternehmen? Nee, kann ich gar nicht. Ich dachte, ich könnte das... So, sie ist fertig. Jetzt habe ich noch ihn. Komm schneller, bevor der Respawn einsetzt. Mach da! Alter. So. Da haben wir sie. Wieder zurück in den Tempel. Das ging ja schnell, oder? Der Tempel ist gerettet. Die Hexe ist tot. Okay. Ach, guck mal, jetzt bin ich wieder in der richtigen Welt. Wer bist du? Ach, guck mal, hier sind die ganzen Geister gerade. Jutti. Mein Blick ruht auf euch. Ihr habt den Fluch von Mepchila gebrochen.
und den Seelen meiner uralten Anhänger Frieden geschenkt. Eins bleibt aber noch zu tun. Sprecht mit mir, wenn ihr bereit seid, euch den Sturmschlangen zu stellen. Zorn des Tigers, ich werde den Taka meinen Schutz gewähren. In diesem Moment erhebt sich eine Armee der Naga aus den Tiefen und plant, meinen Tempel anzugreifen. Die Naga haben ihre letzte verlorene Schlacht wohl sehr schnell vergessen. Sie wollen sich den Ring der Gezeiten zurückholen, ein mächtiges Artefakt, das ich einst als Trophäe mitnahm, nachdem ich Asharas alten Champion besiegt hatte. Ich werde euch als meinen Avatar auf das Schlachtfeld schicken, um die Naga mit fürchterlicher Macht zu vernichten. Sie haben vergessen, was passiert, wenn man einen Anhänger bedroht. Lasst es sie spüren. Schlagt die Invasion zurück. Stets Rückenwind haben. Ich bin ganz Ohr. So, ich glaube, wir spielen jetzt Miezekatze. Ich glaube. Ach Mensch. So, guck mal. Zerstört den Tempel. Lasst keinen Stein an den Abgrund. Alter. Kriegen die überhaupt Schaden, wenn ich hier durchzimmer? Also im Laufen tut er sich ein bisschen schwer, ne? Gefühl, ich treffe nicht beim Laufen. Wenn ich stehe, es geht das. Ist das doof. Das ist doch doof. Ja. Nein. Für die Königin sterben, ja, das dürfte er. Für die Königin sterben, das dürft ihr. Oh, der Fehl. Naja. Elite dauern viel zu lange. Ah ja. Na. Oh, der hat bestimmt Anhänger. Ah ja, ja. Immer diese großen Sprüche von denen, ne? Kommt näher. Oh, Feigling. So, Chef. Haben wir das erledigt? Der Rückkehr. Oh, ich glaube, ich nehme über die Beine. Ihr habt euch als mein Avatar den Naga gestellt und dem Angriff auf meinen Tempel ein Ende gesetzt. Ich kann die Toltaka jetzt als Anhänger akzeptieren. In diesem Tempel wird ihr Stamm immer einen sicheren Zufluchtsort haben. Oh, ist das nicht nett. Guck mal, jetzt stehen sie da alle drin. Mal des Loas, Shifu, ihr habt euch meinen Segen als würdig erwiesen. Wenn ihr mich nun als Loa erwählt, könnt ihr meine Macht nutzen, wann immer ihr sie braucht. Haltet Zwiesprache an meinem Schrein, sobald ihr euch entschieden habt. Wisset, dass egal, wie ihr euch entscheiden mögt, ihr in diesen Mauern immer ein willkommener Gast sein werdet. So, Zwiesprache. Kraft des Tigers. Na? Die Kraft des Tigers ist mit dir. Jutti. Mein Blick ruht auf euch. Jawohl. Jetzt haben wir die Kraft des Tigers fertig. Und damit haben wir, glaube ich, auch hier den ganzen Bereich abgeschlossen. So, steht da noch jemand? Ach, die Schildkröten. Ist das nicht schön? Die Schildkröten sind eingezogen.
Sind die eigentlich auch eine Etage tiefer? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, eine Etage tiefer sind immer noch Spinnen. Ne, hier nicht. Aber da. Alles klar. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt hier Ende mit der Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich muss mal schauen, ob ich da dann Tempel schon drin bin. Ansonsten werden wir in der nächsten Folge auf nach Voldun. Ja. Genau, auf nach Nasmir. Ah, ist nicht mein Tag heute für Aufnahmen. Also, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis dahin. Bye, bye.